Ja, moin, willkommen zurück zu The Outbound Ghost. Wir sind im hohen Norden mit Adrian noch weiter in der Vergangenheit, haben jetzt gerade Bill kennengelernt und sind vor Luke und den anderen abgehauen. Wie das, was wir schon mal gesehen haben vor ein paar Folgen. Und wir haben jetzt von Bill das Schild hier bekommen. Und hier war so ein komischer Obelisk vorher. Den können wir jetzt weghauen. Oder die Obelisken können wir jetzt weghauen. Ja, ja, ja. Endlich. Hier. Hey. Okay. Und hier oben war der Typ, der 10 Cent Help Membership Cards haben wollte, ne? Da ist nämlich noch ein Figment. Ja. Komm, bam. Autsch. So. Ist das? Was auch immer das ist. Bada, 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 bada. Oh boy. Okay. Gucken wir mal. Ich glaube... Mache ich Ether ab? Ja. Ja, ja, wir machen Ether ab. Setten ab. So, Defense Zap. Ist okay, dass du ihn gefreezed hast. Einmal Burn. Mit zusätzlichen Schaden einfach. Und du haust jetzt zweimal drauf. Das hat sogar gereicht. Eieiei. Da war viel, viel Defense, hey. Bam. Dü-dü. Ich mach nochmal Defense Zap. So. Ja. SP Share. Ihn, dass er direkt nochmal stunnen kann, der Junge. Yes. Ach, der ist ja noch gestunnt. Ach, ich bin blöd. Scheiße. Egal. Nee. Greifen wir mal an. Dü, 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 dü. Nochmal. So. Stun ihn nochmal, Minion. Okay. Warum wird er jetzt nicht gestunt? Achso, weil er keinen Defense Down hatte, natürlich. So, jetzt ist er aber gestunt. Okay. Das war easy. Heilt sich, beziehungsweise replenish. Also er, ein Hot hat er sich gegeben, der Junge. Bam, okay, jetzt ist er weg. Goodbye. Oh ne, doch nicht. Dann der Froggo. Bang, jawohl. Das für eins? Detachment. Das kannst du. Minor Defense, Frostbite Freeze, Major Defense, Speed Level, Minor Restock. Ja, Applies Minor Restock. Warum steht da nicht, was das, der Buff macht? Das ist so dumm. Triple Freeze. What the fuck? Nee, nee. Nee. Dann gehen wir weiter. Kommen wir jetzt gleich zu der Höhle, oder? Ist es, glaube ich, wieder grün?
Nee, doch nicht. Ach nee. Okay, das. Aber das ist dieser Bauernhof, okay. Oder was auch immer. Den Gegner da drin bekämpfe ich jetzt nicht, weil warum? Aber hier können wir speichern. Oh, ah, hier kommt ein Boss, okay. Alright. Ab geht's. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Triple Freeze, Triple Strike, Huge Power. Das ist Minor Power für 2 Turns twice, okay. X-Slash. Oh Gott, die frieren halt ein. Oh, der kann was anderes. Thawbind, was ist Thawbind? Randomly swaps the target's freeze statuses with Major Power, Major Defense or Major Replenish. Hä? Also wenn wir sie einfrieren, dann kann er Thawbind machen und den die dadurch dann denen dadurch dann Buffs geben. What? Ist ja mega dumm. Okay, ich will den oberen wegmachen. Jawohl. Alter, haben die viel Defense, Mann. Oh mein Gott. Defense Sap, komm. Ja. Triple Strike. Können wir mal gegen heilen. Ihm mal meiner Power geben. Autsch. Stun Shatter. Nee. Wir hauen den weg, ja. Der muss weg. Muss weg. Okay. Dann holen wir seine Defense mal weg. Oder machen sie weg. Du heilst natürlich, was sonst? Er ist tot. Einmal Triple Strike on auf ihn, er ist tot, ey. Okay. Okay. Poison Strike. Komm, du machst mal Great Feed Quake einfach. Vielleicht reicht das ja? Nein. Autsch. Okay, er macht sich selbst mehr Schaden. Okay, du belebst natürlich wieder. Und wir hoffen, dass er jemand anders angreift. Okay. Okay. Stunnen wir den kleinen Mann hier. Ja. So. Peng. Heilst. Jawohl. Nicht auf Solitude. Autsch. P-Stil. Scheiße. So. Okay, nice. Du. Klaust SP wieder. Oder was heißt wieder? Du klaust auch SP. Gib ihm mal SP. So. Autsch. Mach mal Ether ab. Ich warte jetzt eine Runde.
So, genau, nämlich so. Ich ziehe ihm die Defense ab. Du heilst doch mal. Ja. Mhm. Okay, von mir aus. Das könnte aber trotzdem kacke werden. Naja. Okay. Schön. Er ist natürlich nicht dran. Na klar. Und er ist dran. So, wie viel Dings hast du? Defense. Nicht so viel. Guck mal, ob das... Ja, das wird von dem eigentlichen Defense-Wert abgezogen, okay. Jetzt bist du dran. Toll. Hat aber keine Defense mehr. Also kein Defense-Debuff mehr. So. Auch nochmal. So. Okay. Mal nochmal. Ja, jetzt hat er wieder keine Defense gehabt und deswegen reicht es natürlich nicht. Vergesst das immer. Dass sich das darauf. Also, dass die mehr Stun-Schaden kriegen, wenn die weniger Defense haben. Macht halt Sinn, aber irgendwie ralle ich das nicht. Einmal ihn einfach nur. Du bist nochmal dran, warum auch immer, okay. Dann hol dir nochmal SP. Mhm. Jetzt hast du keine SP natürlich. So. Bam. Okay, das kriegen wir aber, glaube ich. So. Das haben wir in der Tash. Ja, so viel Schaden macht der nicht. Nee. Jetzt einmal. Warten wir einmal. Ziehen ihm wieder Defense ab. Und dann können wir ihn stunnen. Okay. Mhm. Bang. Und Peng. Geilo. Und etwas. Nicht. Rogo. Bam. Yes. Hell yeah. Okay, das... keine Zwischensequenz, nix. Okay. Na gut. Hey. Ach ja, hier diese komische Höhle. True. Gucken, ob das funktioniert mit den mit AOE. Glaub nicht. Shit. Aber hätte ich gerade im Grün getroffen, dann schon. Ja, es reicht nicht. Ganz knapp nicht. So. Schade. Die machen aber nicht viel. Ja. Dann mal nochmal X-Slash. Ja. So.
beide gestunt. Oh ne, der war irgendwie doch nicht mehr gestunt. Der ist nicht mehr gestunt. Okay. Und, ach komm nochmal. Warum nicht? Tschüss. Vielleicht sollte ich mehr X-Slash und so AOE benutzen. Ja. Müssen wir unsere Strategie ein bisschen ändern. Hier können wir jetzt lang. Okay. Aspect Gem. Noch ein Cent, eine Cent Help Membership Card. Wofür braucht man denn noch mehr? Ah, und hier sind die. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier treffen die wieder auf uns in der Zwischensequenz. Teamwork 1. Aspects, die Party beeinflussen. Okay. Gucken wir doch mal, was das ist. Increases power by 1% of the teammates receive your damage taken. Okay. Ach, die Sachen. Nee. Nee. Hier sind wieder diese Magier-Typis. Bam. Aha. Ich mache jetzt nochmal die AOE-Strategie. Warten. Ja. Okay, das wird hinhauen. Mindestens den in der Mitte. Oh, geil, alle. So wollen wir das doch sehen, hey. Geilo. Body Slam, ui. Hm? Und unser Heiler macht ihn weg. Bang! ...600 XP geben die. The fuck? Komm her, bam! Es klappt halt sehr gut, wenn wir die überraschen und die am Anfang halt Defense down haben. Das ist dann geil. Great Field Quake. Bang. Der Vogel ist nicht betäubt, aber jetzt. Ja, weil er schneller als wir ist, hat er halt die nächste Runde dann schon gehabt. Smoke, okay. Ouchie. Bam. Meteor, okay. Die sind Level 40 und so eine Lappen. Hier geht's in die Höhle. Okay. Der ist aktiviert, obwohl wir erst in der Zukunft hier hinkommen und den aktivieren. Das Ding hier macht halt auch keinen Sinn. Aber gut. Was ist hiermit? Ah. Okay. Get stunned, bitch. Ja. Peng. Einfach Poison Strike, weil ich's kann. So, und jetzt ist das Ding eh tot, weil Body Slam und so. Peng. Krass. Alright. Hier noch was? Nö.
Ich würde sagen, dann wäre es das mit dieser Folge. Das Figment haben wir ja. Genau. Und wir gucken, wo ist dann... wie es weitergeht. Wir treffen uns ja vor dem Eingang von Raven... Dings nochmal. Von Ravenside, oder? Ja, genau. Wo die dann irgendwie miteinander reden. Und er ihn ablenkt oder so. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.